Das hier ist das Spiel Eldorado. Ist ein taktisches Wettlaufspiel in Kombination mit Deckbuilding. In dem Spiel sind wir Expeditionsleiter, die sich den Weg durch den Dschungel kämpfen müssen, um möglichst als erstes hier ins goldene Land Eldorado zu kommen. Auf dem Weg dahin hat man die Möglichkeit, sich verschiedene Ausrüstungsteile, sich verschiedene Teammitglieder hinzuzukaufen, um sich sein persönliches Kartendeck zusammenzustellen und zu verbessern. Heißt, jeder Spieler hat sein eigenes Kartendeck zu Beginn und kann hier individuell noch Karten hinzukaufen, um sich schnellstmöglich hier voranzubewegen. Möchte man jetzt hier auf dem Spielbrett vorankommen, muss man auch immer die farblich passende Karte ausspielen. Beispielsweise hier eine grüne und eine blaue, darf man zwei Felder vorwärts gehen. Außerdem habe ich auch noch die Möglichkeit, mit gelben Karten entweder auch mich auf Feldern zu bewegen oder mir hier je nach Preis unten zusätzlich Karten zu kaufen. Nach einem Spielzug wandern alle meine Karten wieder zurück in mein eigenes Deck. Heißt, kann man immer wieder neu benutzen, um sich eben hier fortzubewegen. Es gibt besonders schwierige Felder, die man eben nur mit Hilfe dieser Sonderkarten überqueren kann. Beispielsweise kann man hier auf ein grünes Dreierfeld nicht mit drei einzelnen grünen Karten, sondern braucht hier unten den Entdecker, um dieses Feld zu überqueren zu können. Ja. Man hat verschiedene taktische Elemente noch drin. Beispielsweise darf man über manche Felder nicht drüber laufen. Man darf keine Mitspieler überspringen. Genau. Man hat zwei Seiten auf dem Spielplan, heißt, man kann sich jedes Mal einen neuen Weg zusammenstellen und so eben jedes Mal einen anderen Spielverlauf auch zu haben. So kann man auch die Schwierigkeit verändern.